Übrigens wieder, Renate. Heute bastel ich eine Weihnachtskarte. Ich habe mir dazu hier diesen wunderbaren Blog von Don Bibi genommen. Den gibt es bei ihr im Shop, hatte ich mal gekauft. Ich zeige euch mal so einen ganz kleinen Überblick von den schönen Papieren, die da drin sind. Hier, das ist zweimal, bei mir jetzt nicht mehr, weil ich einige schon verwendet habe. Ist also eine Mischung aus Schwarz, Weiß und Gold. Ganz wunderschöne Designs. Das gab es mal zu einem Facebook Live, war das ein Set. Gibt es aber auch so im Shop. Toll, ne? Das sieht aus wie Spitze, ne? Goldene Spitze auf weißem Grund. Dann noch super Aufkleber, ein paar Tags und Ecken. So, das ist das Set, was ich benutzt habe. Und da habe ich mir dieses Papier schon rausgenommen, zweimal, denn das werde ich jetzt gleich verwenden. Und das passt nämlich so wunderbar zu dem Bild, was ich hier habe. Da haben wir gestern unseren Kater Sam fotografiert, der Sammy. Wir sind sehr früh mit der Weihnachtsdeko. Das sind wir immer. Dafür haben wir die dann umso länger stehen. Also wenn es an meinen Mann ginge, würde der Baum das ganze Jahr stehen. Jedenfalls denkt Sammy natürlich, wir haben das alles nur für ihn da aufgebaut. Ich glaube, dieser Nikolaus, der da hinter ihm steht, der hat ein eigenes Eigenleben, denn der dreht sich immer von ganz alleine um. Denn Sammy würde ja da nicht dran gehen. Ja, und so saß er dann gestern da, wie so ein kleines Model und ließ sich fotografieren. Und ich finde das so, so niedlich. Und das werden also wirklich unsere Weihnachtskarten für die Familie, habe ich beschlossen. Er ist wirklich ein tolles Model, ne? Ich habe also hier eine 20x20 weiße Grundkarte. Da habe ich das Vorderteil halbiert. Ich will so eine Eselkarte machen, so eine kleine Aufstellkarte. Habe mir hier die gemischten Kartons von Dawn Baby noch dazu genommen, also den Satin-Karton und den Spiegelkarton. Und habe mir für die Vorderseite hier das schon zugeschnitten, damit das alles nicht so lange dauert. Nehme den Superkleber von Dawn mit der goldenen Spitze, dann braucht man gar nicht viel. Nur immer wieder feucht halten. So, mittig aufkleben. So, dann bekommt der Sammy hier aus dem samtigen Satin-Karton einen Hintergrund. So, schauen wir mal, dass mir das nicht zu groß wird. Ich denke, so ist ganz gut. Einmal hier Schnipp und einmal da Schnipp. Dann auf der Maschine abschneiden. Mal das Schneide, wie heißt das, das Messer austauschen. Es franselt ein bisschen, aber irgendwie denke ich, tut es ja noch. Deshalb muss ich mit der Schere ein kleines bisschen nachschneiden, aber ist ja keine Affäre, ne? So, da haben wir unseren süßen Sammy. Dann nehmen wir wieder Kleber. Ich habe da von der Rückseite so einen schwarzen Karton draufgeklebt, damit das Foto nicht so dünn ist. So. Dann etwa mittig ausrichten. Gut.
Vielleicht habt ihr gemerkt, da war eine ganz kleine Pause. Mein Kameramann musste mal husten und einen Schluck Wasser trinken. Aber jetzt sind wir wieder da. Ich habe extra nicht weitergemacht, damit ihr seht, was ich mache. So, wir haben also den Sammy mit dem Satinkarton gemattet. Und jetzt werde ich hier, man könnte zwischendurch den Sammy angucken, werde ich diesen wunderbaren Karton hier noch, Karton, dieses Designpapier, hier auf dem Spiegelkarton matten. Einfach schnipp. Ich mache das immer so nach Augenmaß. Sollte man das tun, wenn man nur ein Auge hat, was gucken kann? Ja. So, ich lege den mal zur Seite. Da ist der Schnitt. So, das ist echt schwierig zu sehen auf dem schwarz-goldenen Papier. So. Einmal. Zweimal Abfall. So, das gleiche nochmal. Schnipp. Ich versuche ja immer schon so ein bisschen vorzubereiten, aber ein bisschen was will ich ja doch vor der Kamera machen, denn sonst kann ich euch gleich die fertige Karte präsentieren. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Habe ich jetzt abgeschnitten, wo ich gemessen habe? Ja, super. Das ist der Vorführeffekt. Ne? Naja, messen wir nochmal. Also die Länge stimmt schon mal. Sehr gut. Machen wir ein neues Schnipp. Ausfranse? Nein, da kann ich sie aufkleben. Ja, unser süßer Sammy. Der Boss unserer drei Katzen. Naja, und auch des Hundes. Ein ganz großer Hund. Aber Sammy ist der Boss. Und dabei ist er so niedlich und verschmust. Und süß. Und frech. Andere Richtung, glaube ich. Ja, so ist richtig. Bevor ich es nachher vergesse, bitte drückt mir heute die Daumen. Ich habe nämlich heute mit unserem Verein Kölner Katzenschutzinitiative einen Bazar. Naja, nicht ich, wir alleine natürlich. Da sind noch andere Aussteller, aber wir verkaufen eben für Kölner Katzenschutzinitiative. Ja, und da hoffen wir, dass wir viel verkaufen. Wir haben so viele liebe Menschen, haben uns selbst gewerkelte, genähte, gestrickte, gebastelte, gehäkelte Werke geschickt. Einfach toll. Wir sind ganz überwältigt. Von Schmuck über Topflappen, Babyausstattung. Zauberhaft süße Babyausstattung, wirklich. Schmuckgläser, also wirklich, was ihr euch vorstellen könnt an Bastelsachen, haben wir bekommen. Und ich kann mich ganz herzlich bedanken, auch im Namen der Katzen. Einfach toll, einfach toll. Ich sag euch dann, wie es war nachher. Wir hoffen natürlich, dass es erfolgreich wird, aber auch was diesmal nicht verkauft wird, geht eben dann mit auf den nächsten Markt. Und es ist... Aber wir freuen uns sehr drauf auf den Bazar. Na, sehr, sehr. Wird bestimmt richtig schön.
Fertig mit der Maschine. Gar nicht so einfach gleichzeitig was anderes erzählen. Irgendwo habe ich geschnitten, ich bin sicher. Na, einmal hier? Ja. Nee, kann nicht sein. Ich glaube, ich muss nochmal schneiden. Ich finde meine Schnittpunkte nicht. Ah, da ist einer. Ach ja. Ja, mein Kopf ist natürlich ziemlich voll. Wegen des Basars, der dann gleich stattfindet. Das ist dies oder das? Nein, das ist diese. Und wie gesagt, deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt. Das glaubt, das wären alle anderen Bastler ebenfalls. So. Das brauchen wir nicht mehr. Ups. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so nervös wäre deswegen. Denn ich glaube, ich gehe zum fünften Mal dahin. Aber es ist so. So. Jetzt muss das Ganze natürlich einen Stopper haben. Und dafür habe ich hier einen der Sprüche von Dawn aus dem Weihnachtsset mit den Ausstanzen und Papieren. Das wird mein kleiner Stopper werden. So. Wundert euch nicht über die Farbe, das war ein grüner Stopper und ich wollte den rot haben. Deshalb habe ich mit einem Alkoholstift den Rand rot gemacht. Mal gucken, wie weit möchte ich das? Schon so. Gucken, ob sie in der Mitte ist. Ich denke, so ist die Mitte. Sehr schön. Kommt unser Sammy. Den muss ich mir auch notieren, wo der hinkommt. Ne? So. Mal sehen. Also bis hier kleben wir den Sammy. Den Sammy mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann. Der Weihnachts-Sammy. Ganz neue Art von Krippenfigur. So. Gucken. Ja, perfekt. So, soweit sind wir schon mal. Und mal gucken, ich habe hier von den offenen Ausstanzungen ein Weihnachtsstern. Gucken, ob ich den noch oben drauf mache. Nein, ich glaube doch nicht. Nein, das verdeckt den Weihnachtsmann. Aber ich habe für innen ein paar Kugeln noch gemacht. Die habe ich nur mit dem Glitzerstift angemalt. Die waren ja auch ganz grün. Dann habe ich den goldenen Glitzerstift. Dann kann man einfach so die Farbe ändern. Naja, ihr wisst jetzt, wie es geht. So, dann hänge ich die drei Kugeln nämlich hier oben rein. Ja. Denn der Empfänger macht ja weiter auf als nur bis da. Muss ich gleich nur noch so einen kleinen Sticker oben hin machen. So einen Stickerstrich. Ja, in die Mitte. So, und den großen noch. Damit derjenige auch noch was innen zu gucken hat. So, aber ich
habe ein paar Kristalle rot gemacht. Die werde ich aber auf jeden Fall verwenden. Ja, ich setze die einfach hier unten hin. Drei Stück nebeneinander. Das finde ich schön. Jawohl. Eins, zwei und ja, ich zittere heute. Es tut mir furchtbar leid, die Aufregung. Ich hatte auch ausgestanzt hier aus dem gleichen Papier noch so ein paar Fahne. Aber ich denke, ich lasse die weg. Ich finde, die Karte ist so, wie sie ist. Schön und perfekt. Und unsere Familien werden sich sehr darüber freuen. Davon werde ich dann in der Art noch mehr machen. Mehrere. Und dann bekommt jeder einen Sammy zu Weihnachten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt mir die Daumen, drückt uns die Daumen für den Bazar. Wir sehen uns spätestens nächsten Samstag wieder. Und Dankeschön fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.